Servus, ich bin Maximilian Kofler, komme aus Österreich, komme aus Attnang-Buchheim und bin 20 Jahre alt. Am meisten taugt mir der Speed, der Zweikampf, dass es so knapp runtergeht, dass man die Übung ausfahren muss und dass man einfach kämpfen muss, dass man vorne ist. Zu meinen Stärken zählt normalerweise das Bremsen oder das harte Gas aufmachen. Da fühle ich mich immer sehr konkurrenzfähig und muss auf jeden Fall immer dort schauen, dass ich Zeit gut mache. Also Renntag, nach dem Anziehen in die Box gehen, die letzten Vorbereitungen, man geht nochmal alles durch, man überlegt sich, wer steht neben an, wer steht voran, wo kann man sich eventuell anhängen. Dann fährt man auf die Startaufstellung, die letzten Interviews nochmal, dann versucht man ganz klar nochmal in sich zu gehen, die Ruhe finden. Aufwärmrunde schaut man einfach, dass man heiß ist und dann geht's los in die ersten Runden und da musst du voll reinhalten. Klar gibt es Situationen, die was schwer sind, wo ich nicht weiter weiß oder wo ich nicht weiß, was ich machen sollte. Aber da hilft auch nicht weiter kämpfen und alles probieren, dass es besser wird. Für nächstes Jahr müssen auf jeden Fall Punkte herkommen, die Konstanz muss besser werden. Wir müssen ständig dort sein, wo wir sein können und nicht mal dort, mal da. Und das ist ganz klar das Ziel, dass wir konstanter werden und in die Punkte kommen. Klar ist der Wunsch und das Ziel für jeden mal Weltmeister zu werden. Und es war immer das Ziel, in der Weltmeisterschaft zu kommen. Jetzt ist das Ziel, irgendwann Weltmeister zu werden. Und ich werde alles dafür geben. Von jedem Motorradfahrer ist das Ziel, mal in der MotoGP zu sein. Man muss schauen, wie sich der Weg entwickelt. Aber man muss immer die Augen auf dem Ziel haben und das ist MotoGP. Wenn jetzt vielleicht nicht das beste Ergebnis ausschaut, aber ich habe einen super Fight gehabt in der Gruppe, bin ich glücklicher, wie wenn ich jetzt 3 Plätze weiter vorn bin und ein Fahrtsrennen allein gefahren bin. Jetzt in der nächsten Zeit bereite ich mich mit Krafttraining und Ausdauertraining vor natürlich. Dann bin ich einen Monat beim Bundesheer Grundausbildung und danach im Heeressportverband. Da werde ich auf jeden Fall viel trainieren und schauen, dass ich topfit zu den ersten Rennen komme. Klar möchte ich beim Heimrennen das Beste rausholen. Die Strecken taugt mir und ja, ich werde sicher nur mal ein bisschen mehr geben wie bei den anderen Rennen, hoffentlich sogar mit Zuschauern. Vielen Dank an alle Sponsoren, danke, dass ihr hinter mir steht, dass ihr mich unterstützt und hoffentlich können wir in nächster Zeit gemeinsam bessere Ergebnisse einfahren und eine gute Zukunft haben. Sponsoren waren immer super, wenn man findet, also kann man sich gerne bei mir melden oder beim Papa und ja. Bin ich super froh, wenn Sie da ein paar melden.